YouTube, was geht und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Rumble Trends. Der Rumble Trends, genau. Heute geht es wieder rund um die besten Moves, schlechtesten Moves, Clips der Woche, Kills und ein paar neue Secrets und Leaks. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go! Bester Move der Woche. Genau, kommen wir jetzt zum besten Move der Woche und das ist definitiv der Gift Sumo Slap. Ja, der Gift Sumo Slap ist tatsächlich der krasseste Move der Woche, denn er ist super variabel einsetzbar. Jeder Pro nimmt diesen mit, er ist unfassbar krass. Man kann ihn in der Luft, am Boden, überall einsetzen. Er hat gegen fast alles Prio. Er macht super viel Schaden, mehr als der normale, also lila Sumo Slap. Aber dafür kann man ihn nicht aufladen, weil das ist in den meisten Fällen relativ egal. Jeder nimmt ihn gefühlt mit, er ist super OP, man kann kaum was gegen ihn machen. Einfach ein richtig, richtig kranker Move, der ja wirklich die Gegner zu Boden schmettert und rammt. Er ist nicht dafür bekannt, ja, den 1000 Schaden zu machen, aber dafür über Zeit den Gegner richtig runter zu burnen und eine super krasse Prio zu haben. Man kann damit Wandtreffer machen, man kann damit Gegner countouten und. Deswegen auf jeden Fall der krasseste Move der Woche. Ich würde sagen, es gibt dazu auch noch eine Verbesserung der Woche. Und zwar, das ist, ja, auf, bezogen auf das letzte Rumble Trend Videos, der Dive Kick. Ich habe den Dive Kick ja wirklich sehr, sehr schlecht bewertet, als eines der schlechtesten Moves überhaupt. Ja, er war quasi in der Liste drin mit der Rakete, aber ich würde sagen, mittlerweile ist der wirklich gar nicht so schlecht. Vielleicht sogar ein B oder ein A-Tier, vielleicht eher B, aber auf jeden Fall grundsolide. Man kann damit wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Es ist sehr unberechenbar, wenn man weiß, wie das Auto-Aim funktioniert, dann ist es wirklich ein sehr, sehr nicer Move. Probiert ihn doch vielleicht nochmal aus und vielleicht entscheidet ihr euch dann um. Schlechtester Move der Woche. Der schlechteste Move der Woche ist für mich der Big Swing, beziehungsweise die Swing Family, Giant Swing, Big Swing. Ja, es ist sehr verwundernd vielleicht, aber es gibt tatsächlich mittlerweile so viele andere Varianten, Gegner aus dem Ring zu werfen, wie beispielsweise ein Cosmo Shot oder so. Deswegen für mich, der Big Swing, ja, hat seine Stellung verloren, als eigentlich ein gar nicht schlechter Move, situativ sehr, sehr gut einsetzbar. Mittlerweile aber finde ich wirklich nicht mehr das Wahre. Es gibt da wirklich schon bessere Varianten, um damit zu arbeiten. Deswegen für mich der Big Swing, der schlechteste Move der Woche. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was euer schlechtester Move der Woche ist. Und lasst Like, Abo und Kommentar da, wenn es euch gefällt. Clip der Woche. Genau, der Clip der Woche. Da habe ich zwei Clips für euch. Einmal, ja, wo jemand mit einem Keybet von oben runter segelt. Da gibt es auch noch deutlich mehr Schaden. Er hat jetzt wenig Schaden mitgenommen. Aber es ist quasi einfach nur, nicht weil es so krass ist, sondern einfach als kleine Empfehlung für euch. Wenn ihr ein Keybet habt, nehmt viel Schaden mit, kommt von oben runter, man kann damit bis zu 4000 Schaden machen und die geht ja komplett in den Boden stampfen, deswegen seht selbst. Clear. Deswegen das als kleine Empfehlung für euch und der zweite Clip ist ein wirklich sehr, sehr schön ausgeführter, ja, Wandsprung-Kombination. Deswegen, also das auf jeden Fall als Clip der Woche. Wenn ihr auch euren Clip einsenden wollt, rumbleclips@gmx.de oder mich auf Twitter taggen, würde mich sehr, sehr freuen. Fun Fact der Woche. Nun kommen wir zum Fun Fact der Woche und ja, es wird die meisten Leute nicht überraschen, bin ich ehrlich. Aber wenn man alleine ist, kann man 10 Tränke trinken, wenn man im Duo ist, nur noch 8. Und wenn der Mate im Duo stirbt, kann man wieder 10 Tränke trinken. Das ist einfach nur als kleine Erklärung, da habe ich wirklich sehr viele Leute Fragen im Livestream oder in den YouTube-Kommentaren, warum das denn so ist, dass man nur 8 Tränke trinken kann und im Solo 10. Deswegen hier die Aufklärung, wie ich weiß, die meisten Leute wird es nicht überraschen. Aber trotzdem noch einmal hier klargestellt, im Solo kann man 10 Tränke trinken, im Duo 8. Aber wenn im Duo der Mate down geht und tot ist, dann kann man wieder 10 Tränke trinken. Das beste Perk der Woche. Nun kommen wir zum besten Perk der Woche und das ist ohne Zweifel, ohne viel Gelaber, Sadist. Sadist ist das beste Perk der Woche, nicht nur das beste Perk der Woche, sondern das beste Perk momentan mit dem Sumo Step zusammen. Es ist wirklich unkonterbar. Ihr seid damit extrem variabel, hielt euch gefühlt mit einem Move um 200 Leben. Es ist einfach nur abartig krank, was
Gift Sumo Snap und Sadist für eine krasse Combo ist. Also es ist wirklich richtig, richtig krank. Deswegen das beste Perk der Woche. Unfassbar verdient Sadist. Hier ein kleiner Clip, wo ich mich zum Beispiel mit quasi einem Leben ja zum Sieg gekämpft habe. Nur mit Sadist und mit Sumo Snap. Jetzt wieder nicht schon in der Luft, Mischus wüsste. Ich weiß es nicht. Oh, du, soll ich das gewinnen? Leon, warum hast du kein Wishes Mist, Mann? Nein. Gib mir was ich brauch, Junge! Was wollt ihr? Oh mein Gott, Digga, wärst du jetzt gestorben? Gib mir, was ich brauch! Komm! Komm doch rein, Bruder! Komm doch rein, Bruder! Komm! Gib mir, was ich brauch! Gib mir, was ich brauch, Junge! Combo der Woche. Genau, dann haben wir auch noch die Combo der Woche. Und die Combo der Woche ist definitiv Atomic Punchline Vicious Mist. Es ist ehrenlos, aber es macht super viel Schaden. In den letzten Tagen habe ich auch ein Pro-Builds-Video geladen, wo ja quasi Pros die besten Builds gesagt haben. Und da war es auf Top 1. Deswegen Combo der Woche auf jeden Fall verdient. Atomic Punchline Vicious Mist. Man macht mit diesem Build quasi mit 8x Damage zum Beispiel 570 Schaden pro Hit. Und mit der Ult sogar 710 oder so. Also unfassbar krank. Deswegen Atomic Punchline, Vicious Mist auf jeden Fall die beste Combo der Woche. Bester Kommentar der Woche. Dann kommen wir jetzt zum Kommentar der Woche. Und dieser geht an Zarsplays. Er hat gesagt, er hat ein bisschen Feedback gegeben, dass es ein geiles neues Format ist, dass alles ziemlich clean und nice ist und dass es ihn freut, wie die Entwicklung des Spiels ist und dass wir die 1100 Abos zu diesem Zeitpunkt erreicht haben. Hat mich sehr gefreut, dieser Kommentar, weil es ja gutes Feedback war, was ich mir annehmen konnte. Aber das soll nicht heißen, dass es in Zukunft so sein soll. Deswegen, ich möchte quasi, da ich ja in dieser Folge den Kommentar der Woche eingeführt habe, möchte ich euch dazu auffordern, ab jetzt immer unter die Rumble-Trends-Videos ja lustige Kommentare zu schreiben, damit ihr quasi dann im nächsten Kommentar der Woche drin seid und vielleicht es reinschafft und dann ausgezeichnet werdet, genauso wie Zarsplay hier. Deswegen, Zarsplay, an dich geht es diesmal. Aber wie gesagt, gerne ab jetzt lustige Kommentare schreiben, damit ihr im nächsten Video dabei seid. Secret der Woche. Genau, dann kommen wir zum letzten Punkt, und zwar zum Secret der Woche. Und zwar zum einen habe ich hier einen kleinen Clip für euch, den ihr euch mal anschauen könnt. Zum Secret der Woche. Es ist ja bekannt, dass ja viele Bilder hier quasi, ja, spoilern, was in Zukunft kommt. Zum Beispiel hier der Muscle Shake oder hier die neue Map mit den Strandmotiven. Aber unter anderem sehen wir hier auch noch was Neues. Und zwar, was sehen wir hier? Ein neuer Nacho-Bucket, der vielleicht in der neuen Season dazukommt. Wir gehen mal ein bisschen näher ran und schauen uns das mal, ja, aus der Nähe quasi an. So, zack, wir gehen hier hin. Den Hot New Nacho-Bucket hier mit Pork-Nachos. Sieht schon mal sehr schmackhaft aus. Vielleicht ist das was Neues und vielleicht kann man auch in der neuen Map quasi unter Wasser gehen oder quasi schwimmen. Da wir quasi das hier sehen. Mysteries of the Deep, quasi die Mysterien der Tiefe. Vielleicht sind das ein paar Hinweise für etwas Neues in Season 2. Vielleicht gibt es dann dementsprechend in der neuen Season ein Nacho-Bucket zum Essen, was vielleicht, weiß nicht, vielleicht mehr Schnelligkeit gibt, weil es quasi so hot ist. Und vielleicht ein paar Unterwassersachen oder man kann schwimmen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Außerdem wurden ein paar neue Perks quasi geleakt. Und zwar einmal Endurance. Da weiß man noch nicht, was es genau ist. Aber hier zum Beispiel das Bild dazu. Dann gibt es Optimize. Das bedeutet Proteinpots, also quasi die Tränke, geben einen zusätzlichen Punkt auch noch in einen anderen Stat, was richtig krank ist. Außerdem Cliffhanger. Das bedeutet quasi Klettern, kostet 30% weniger Stamina. Vielleicht auch als kleinen Spoiler auf die neue Map, dass man quasi viel klettern muss dort, weil es ja quasi ein Lavadom ist. Und nochmal ein nächstes Perk, was Eagerness bedeutet.
Das bedeutet, man kriegt pro Proteinpot, welches man trinkt, den doppelten Stat dazu, was auch richtig, richtig krank ist. Wenn euch diese Bombe-Trends-Folge gefallen hat, gerne Like, Abo und Kommentar lassen und außerdem gerne Clips einschicken oder ja, was in die Kommentare schreiben, was ich für die nächste Folge benutzen kann, damit das Format noch geiler wird. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein, liebe Wambler. Ciao. Ciao.